Hi Leute, hier bin ich wieder mit dem nächsten Experiment für euch. Und mit der Klackerbrille. Aber die Brille kann einiges, nämlich kann sie euch zeigen, wie das Coronavirus aussieht. Und so oder so ähnlich sieht es aus, aber mit dem bloßen Auge kann man es überhaupt nicht sehen. Da ist es nämlich durchsichtig. Und dass durchsichtige Sachen auch gefährlich sein können, das zeige ich euch mit diesem Experiment. Dafür braucht ihr Essig und Backpulver. Alles, was wir für dieses heutige Experiment brauchen, sind ein paar Kerzen, Backpulver, natürlich Essig und ein großes Gefäß. Randvoll mit CO2. Und weil kein Sauerstoff mehr da drin ist, sondern nur noch CO2, deswegen geht das Streichholz aus. Und jetzt kommt der Trick, Leute. Man kann das nämlich nehmen und ausgießen. Gucken wir hier bei der Kerze. Schon abgefahren, oder? Dass das geht, ist schon geil. Tada! Ein Zaubertrick. Geil, ne? Jetzt habe ich aber sogar noch ein extra Experiment für euch und dafür müssen wir aber rausgehen. Kommt mal mit in die Dose und das Backpulver. Jetzt kommt schnell ein Schuss Essig drauf, Deckel drauf und dann weg.